Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 108 von Avorion. Ja, wir sind hier an einem Rekonstruktionsort sozusagen. Wir haben letztes Mal unser Schiff verloren und haben das hier wieder gebaut. Und jetzt müssen wir gerade noch ein paar Dinge machen, wie da oben man sieht. Wir müssen einmal dies... das war falsch. Ich muss aufs B. Reparieren muss ich das Ganze. Und muss dann noch schauen, dass ich den Rekonstruktionspunkt nochmal kaufe. Und das machen wir alles gleich nach dem Intro. So, dann gucken wir mal, sind wir gedockt? Wir sind gedockt, das heißt, wir können hier auf F drücken, Reparaturdock aufrufen, Marke machen, das ist das Schiff Traveler und wir kaufen die Marke, haben das dann geschafft. Gibt es hier noch was bei dem Güterhandel? Was haben die denn hier so? Treibstoff, Stahl, Solar, Sauerstoff, Nanobots, Metall, ne, da ist jetzt nichts bei, was wir brauchen könnten. Jetzt lass uns mal schauen, was wir im Frachtraum noch haben. Ich glaube, der ist empty. Das heißt, wir haben die Klamotten, die wir brauchen für den Mechaniker von dem Dingens, sag schon, Boss da. Haben wir alles verloren. Das bedeutet, wir gucken mal schnell hier in unser System. Das hatte mir der Elmwind ja geschrieben, dass man hier so schön reingucken kann, was es hier so gibt. Aber kaufen kann man nur Erz und Wasser, also nix. Das bedeutet, wir schauen mal weiter. Wir sind jetzt hier auf unserem Heimatwelt. Das müssten wir vielleicht auch mal ändern. Und müssen jetzt Sachen kaufen, die wir brauchen. Jetzt suchen wir mal gerade eine Stelle, wo wir ein paar Sachen finden wie Handelsposten. Aber einer nicht, sondern vielleicht ein paar mehr. Schrottplatz. Da ist ein Wurmloch. Wo geht denn das hin? Da steht zwar Wurmloch, aber ich sehe keins. Raumjäger, Fleischfabrik, Handelsposten, Chemikalien, Kobalt, Düngemittel. Ne, das ist jetzt nicht, glaube, ne? Hier, da ist doch gut. Koordinaten in den Computer eingeben, Schiff passend drehen. Und warten, bis er berechnet hat. Und tschüss. Dann wollen wir mal da aufsammeln gehen, oder? Da gibt es bestimmt Klamotten zu kaufen. So, jetzt sind wir hier im Sektor. Gucken wir doch gleich mal hier in unser tolles System. Energiecontainer ist ein Gleichstromflüchter. Halbleiter brauchen wir. Das heißt, wir fliegen dahin. Holzindustrie. Hier gibt es noch eine zweite Seite. Transformatoren brauchen wir, glaube ich, auch. Der Rest ist jetzt hier, glaube ich, nicht vorhanden. Also erstmal zu den Halbleitern. Auf der Station. Gucken wir, dass wir die einkaufen. Halbleiter brauchen wir 8 Stück. Müssen wir abbremsen. Dann sind wir schon vorbeigesegelt. Und da sind wir gedockt. Güter handeln, Halbleiter 8, kaufen, fertig. So, dann hatten wir hier noch die Transformatoren, die gibt es da. Wo muss ich da hin? Nach da unten. Ist der zweite Handelsposten, auf geht's. Fliegen wir da gerade noch hin. Jetzt machen wir einen Schub aus. Da müssten wir eigentlich passend hinkommen, oder? Oder auch nicht. Jetzt aber, oder? Habe ich den nicht ausgewählt? Doch, und da ist er gedockt. Güter handeln und Transformatoren brauchten wir 2 oder 5? 5. Kaufen wir. Gut. Eigentlich müssten wir da ja auch eine Nachricht drüber haben, oder? War das in den E-Mails? Nö.
Finde den Schmuggler? Ne, das hatten wir alles. Ne, wir müssen das unter. Ne, I was. Ne, hier, Missionen. Warte, mit Boot dann. Feind zusammen, Feind meines Feindes. Hier sind die Klamotten. Transformer. Sechs sind's. Gut, dass wir hier noch sind, ne? Wir müssen noch einen mehr kaufen. Habe ich hier falsch aufgeschrieben, wahrscheinlich. Prozessoren habe ich zwei stehen. Acht. Transformatoren sind sechs. Das heißt, ich kaufe noch einen. Energieinverter sind es fünf. Fusionsgeneratoren sind zwei und die anderen beiden eins. Okay, das heißt, nochmal schnell hier zugeschlagen. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Gut, dann haben wir das. Energieinverter, kann ich mich erinnern, dass es hier oben irgendwo war. Die können wir mal hier direkt aufsuchen, ne? Da ist die Energieinverterfabrik, so sieht's aus. Das heißt, da oben müssen wir hin. Dann springen wir doch mal gerade hier hin. Weil ich komme durch den Riss, den ich da hin. Aber das kriegen wir dann ja auch noch hin. Da müssen wir ausrichten. Und Sprung. Gucken wir gerade einmal unterwegs, was es da noch so gibt. Vielleicht was Passendes. Okay, was sagt der eine? Dann haben wir den Sektor angegriffen. Okay, das wäre nicht so schön. Dann würde ich sagen, fliehen wir mal. Wenn es klappt. Gibt es hier irgendwo? Fliegen wir mal dahin, in der Hoffnung, dass wir da wegkommen früh genug. Sieht momentan noch gut aus, oder? Und wir hoffen, dass das so geht, wie wir das gerade uns gedacht haben. So, was gibt es hier zu handeln? Halbleiter haben wir schon. Das sieht aus, als ob es hier nichts Passendes gibt. Okay, die sind hinterher geflogen, wa? Shit. Und der wird wahrscheinlich nicht genug Power haben, um wegzufliegen, wa? Ich glaube nicht, dass er noch einen weiteren Sprung schafft. Als Reiter 3 ist dann verloren. Oder ich springe da gerade rein, aber was bringt mir das? Ich glaube, der hat nichts, was gut ist mit Bewaffnung oder sowas. Da steht sowieso schon nichts mehr von unserem Schiff, oder? Vertue ich mich da jetzt? Schiff in Sektor wechseln. Eine Drohne betreten. Also, hat sich schon erledigt. Das Schiff ist schon verloren. As Reiter 3 gibt es nicht mehr. Was kann man da jetzt noch mitmachen? Also hier wird er ja nicht mehr angezeigt, also ist er doch weg, oder? Weiß nicht, was das hier heißt. Ob das. Was machen wir jetzt mit denen? Ich glaube, da kann ich nichts mehr machen, ne? Ja, weiß nicht, das ist dann jetzt schwer zu beurteilen, ne? Ich glaube, das war's dann. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht weiter hingehen. Und dann gehen wir hier wieder hin, können das Fenster schließen, weil hier jetzt nichts ist, was wir brauchten. Wieder auf die Karte. Eine Inverter war hier, ne? Ja, Fabrik.
Ab in Navi damit. Karte weg, ausrichten. Und sprengen. Ja, das war das Schiff, was ich da hochgeholt hatte, wo tatsächlich jetzt der Dingens eingebaut war, der Xenon Bergbau Air Laser, ne? Das ist richtig ärgerlich gewesen jetzt. Mal gucken, was wir da noch machen können, aber ich glaube, da können wir nichts machen, ne? Kannst du machen, nix. Jetzt kommen hier drei Banditen hin, die sind jetzt dafür fertig. Einmal kurz da näher fliegen. Treffer gelandet. Kurz noch was einsammeln hier. Haben wir, wo sind die anderen beiden? Schon platt. Ich sehe nicht, wo noch ein roter ist. Ich glaube, die sind schon kaputt, ne? Die haben das schon erledigt, die hier waren. Ja, sieht ganz danach aus. Der Schrott fliegt hier wohl noch rum. Ja, das war das zweite und das war das dritte Schiff wahrscheinlich. Okay. Wir brauchen jetzt hier Energieinverter oder wie war das? Ich wollte nicht das Wrack, ich wollte die Station dahinter, so ein Shit. Das ist die Bildschirmfabrik, das ist also das Verkehrte. Energieinverterfabrik, die ist da lang. Dann springen wir da ein oder fliegen da ein. Ja, gucken wir gerade zu, dass wir da die Sachen kriegen, die wir brauchen. Stopp. Gedockt. Güter handeln. Und da braucht man 5 von, oder? Ja. Gekauft. Gut. Gab es hier noch was anderes im Sektor, was wir brauchen? Ich glaube nicht, ne? Elektromagnetische Energienwert haben wir, Kabel, Munition, Prozessoren, die brauchen wir noch. Da finden wir da oben irgendwo, da. Dann fliegen wir da gerade auch noch hin, holen die 2 Prozessoren, die wir brauchen. Dann sind wir da auch schon einen Schritt weiter, ne? Okay. Einmal Vollbremsung bitte. Und gedockt. Und da 2 und kaufen. So, was haben wir jetzt? Mission. Ah, haben wir. So, die unteren haben wir alle, Fusionsgeneratoren und die Beschleuniger brauchen wir jetzt noch. Handelsposten haben wir da einen, Ressourcen, Kabel, Stahl. Hier gibt es Handelsposten etc. mehrere, dann würde ich sagen, fliegen wir da mal hin. Ein Sprung. Den wir jetzt gemacht haben. Dann schauen wir uns das da an, was da los ist, oder? Und das Handelssystem wieder auf. Almwind hat mir da die besten Ideen gegeben, sozusagen. Neutronenbeschleuniger. Den brauchen wir definitiv. Die gibt es. Da. Da brauchen wir einen von. Genauso wie der Elektronenbeschleuniger. Gucken wir, dass wir da passend ankommen. Sind so ein paar Asteroiden drumherum.
Aufpassen, dass wir nicht dagegen ditchen. So. Neutronenbeschleuniger. Einen bitte. Gekauft. Der Rest ist jetzt hier nichts von Bedeutung. Gut. Jetzt brauchen wir dann Elektronenbeschleuniger noch und Fusionsgeneratoren. Findet man die hier so? Ne. Was haben wir hier? Solar, Hammer, ne. Chemikalien, Weizen, Carbonextrakt, Kartoffelfarm. Forschungsstation. Fusionsgenerator, da ist doch das, was wir brauchen. Okay, dann würde ich sagen, den Sprung machen wir dann aber dazwischen. Und wenn wir dann in der nächsten Folge sind, dann kaufen wir dann das Ding ein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video oder gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.